Wo ist meine Schultasche? Fragte Miffy eines Morgens ihre Mutter. Deine Schultasche ist da, wo du sie hingestellt hast, Miffy, sagte ihre Mutter. Aber ich habe sie schon überall gesucht, sagte Miffy. Na komm, sagte die Mutter, wir sehen mal in deinem Zimmer nach. Kein Wunder, dass du sie nicht finden kannst. In deinem Zimmer ist alles durcheinander. Du hast alle deine Kleider und Spielsachen herumliegen lassen. Wenn du heute aus der Schule kommst, werden wir dein Zimmer zusammen aufräumen. Hier ist deine Schultasche, Miffy. Auch in Boris und Barbara Bärs Haus schien nicht alles in Ordnung zu sein. Boris rief: Barbara, wo ist mein Hammer? Dein Hammer ist da, wo du ihn hingelegt hast, Boris. Aber ich habe schon überall nachgesehen, sagte Boris. Ich helfe dir suchen, sagte Barbara. Als Barbara in Boris Werkstatt kam, bekam sie einen Schreck. Kein Wunder, dass du nichts finden kannst. In deiner Werkstatt liegt alles durcheinander. Und das tat es auch. Wenn du deine Werkstatt aufräumst, wirst du bestimmt auch deinen Hammer finden, sagte Barbara. Und vergiss nicht, du wolltest heute ein paar neue Tische für die Schule bauen. Boris fing an aufzuräumen. Und endlich fand er auch seinen Hammer. Er packte den Hammer, seine Säge und zwei kleine Kästchen mit Nägeln und Schrauben in seinen Wagen. Dann legte er ein paar Holzbretter hinein. Jetzt waren alle Werkzeuge, die er brauchen würde, schön ordentlich an ihrem Platz. Er machte sich auf den Weg zur Schule. Als er dort ankam, sagte die Lehrerin: Es hat sich jemand zwei von unseren Tischen geliehen und sie nicht zurückgebracht, und jetzt können wir sie nirgends finden. Da kann ich euch helfen, sagte Boris. Miffy sagte zu Boris: Ich konnte heute Morgen meine Schultasche nicht finden, weil in meinem Zimmer alles durcheinander war. Es ist toll, wie du alles, was du brauchst, sofort findest. Weißt du, Miffy, bei mir war das genauso. Ich konnte heute Morgen meinen Hammer nicht finden, weil in meiner Werkstatt alles durcheinander lag. Da kamen Aggie und Winnie herein. Wir haben uns letzte Woche zwei Tische geliehen. Oh je, sagte die Lehrerin. Boris hat gerade zwei neue Tische gebaut, um die zu ersetzen, die ihr vergessen habt. Boris sah Miffy an und sagte: Siehst du, Miffy, wie wichtig es ist, dass immer alles auf seinem Platz ist. Miffy guckte gerne aus dem Fenster. Sie sah, wie die Vögel über die Wiesen und die Schmetterlinge über die Blumen flogen. Es muss schön sein, fliegen zu können, dachte Miffy. Ob ich wohl auch fliegen könnte? Ich weiß es nicht, ich habe es noch nie versucht. Ich habe auch keine Flügel, wie die Vögel oder die Schmetterlinge, dachte sie. Vielleicht kann ich fliegen, wenn ich meine Arme wie Flügel auf- und abbewege. Sie ging hinaus und lief so schnell sie konnte und dabei bewegte sie ihre Arme auf und ab. Aber sie flog nicht, sie fiel nur hin. Musik
Miffy war traurig, dass sie nicht fliegen konnte. Sie guckte nach oben und sah hoch am Himmel einen bunten Drachen fliegen. Am Ende der Drachenschnur stand Grunty. Miffy lief zu Grunty und sagte: Grunty, wäre es nicht toll, wenn ich Papierflügel hätte und du könntest mich wie einen Drachen fliegen lassen? Das ist eine lustige Idee, sagte Grunty. Miffy und Grunty liefen zu Miffys Haus, um Papier zu holen. Miffys Mutter lächelte und fragte Miffy: Warum willst du fliegen? Kleine Häschen fliegen normalerweise nicht. Aber es wäre doch so schön, fliegen oder in der Luft schweben zu können. Vögel und Schmetterlinge haben Glück, die können fliegen. Ja, das ist wahr, aber du hast das Glück, dass du ein kleines Häschen bist. Die Mutter gab Miffy und Grunty das Papier. Die Mädchen schnitten das Papier in große Stücke und klebten sie um einen Rahmen aus Holzleisten. So bastelten sie einen großen Drachen. Sie gingen hinaus, um ihn auszuprobieren. Grunty band Miffy an dem Drachen fest. Dann zog sie so fest sie konnte an der Schnur. Aber so sehr sie auch zog, der Drachen konnte Miffy nicht in die Luft heben. Miffy ärgerte sich. Sie war traurig und enttäuscht, dass sie nicht fliegen konnte. Sie ging in ihr Zimmer. Da hatte Grunty eine Idee. Sie fragte Miffys Mutter, ob sie ein paar dicke Buntstifte haben könnte. Grunty nahm die Buntstifte und malte etwas auf den Drachen. Miffy guckte aus dem Fenster. Und was sah sie da? Einen großen Drachen, der hoch am Himmel flog, und auf dem Drachen war ein Bild von Miffy. Siehst du, Miffy, sagte die Mutter, du kannst doch fliegen. Und jetzt konnte Miffy auch wieder lachen. Als Miffy eines Morgens aufwachte, sah sie, dass ihr Teddybär krank war. Sein Arm hing nur noch an einem Faden. Oje, was ist passiert? Sagte Miffy. Du siehst gar nicht gut aus, kleiner Teddy. Ich muss dich zum Doktor bringen. Gibt es einen Doktor für Teddybären? Fragte sie ihre Mutter. Ja, sagte die Mutter. Der beste Teddybär-Doktor ist deine Tante Alice. Gleich nach dem Frühstück packte Miffy ihren Teddy vorsichtig in ein Tuch und setzte ihn in den Korb an ihrem Roller, um ihn zu Tante Alice zu bringen. Sie fuhr so schnell sie konnte den Hügel hinauf zu Tante Alice Haus. Kannst du dir bitte meinen Teddy ansehen? Fragte Miffy. Mutter sagt, du bist der beste Teddybär-Doktor, den es gibt. Komm herein, Miffy, sagte Tante Alice. Ich werde den Patienten erst einmal untersuchen. Tante Alice legte den Teddy auf den Tisch und nahm vorsichtig das Tuch ab. Oh je, sagte Tante Alice. Das sieht ja schlimmer aus, als ich gedacht habe. Guck mal, da kommt ja schon die ganze Füllung raus.
Ich glaube, du bist gerade noch rechtzeitig gekommen. Kannst du ihm helfen? Fragte Miffy ängstlich. Das hoffe ich, sagte Tante Alice. Aber er muss eine Nacht hier in meinem Teddybär-Krankenhaus bleiben, damit ich sehen kann, ob es ihm wirklich besser geht. Miffy war traurig, dass sie ihren Teddy verlassen sollte, wenn es auch nur für eine Nacht war. Aber es musste sein. Als sie wieder zu Hause war, konnte Miffy vor lauter Traurigkeit fast nichts essen. Ich glaube, ich kann ohne meinen Teddy überhaupt nicht schlafen, sagte sie. Arme Miffy, sagte ihre Mutter. Ich werde Tante Alice anrufen und fragen, ob du bei ihr schlafen kannst. Dann bist du ganz nah bei deinem Teddybär. Natürlich kann Miffy kommen, sagte Tante Alice. Ich habe den Teddy wieder zusammengenäht. Wenn sie schläft, lege ich den Teddy zu ihr ins Bett, als Überraschung, wenn sie morgen früh aufwacht. Der Vater fuhr Miffy mit dem Auto zu Tante Alice. Als Miffy eingeschlafen war, legte Tante Alice den Teddy ganz vorsichtig unter ihre Bettdecke. Als Miffy am nächsten Morgen aufwachte, sah sie sofort, dass ihr Teddy wieder ganz gesund war. Oh, Tante Alice, es ist wahr, sagte Miffy. Du bist wirklich der beste Teddybär-Doktor, den es gibt. Danke, sagte Tante Alice ganz stolz. Und Miffy war sehr glücklich, dass ihr Teddy wieder gesund und munter war. Eines Tages spielten Miffy und ihre Freundinnen mit dem Ball. Wollen wir mal sehen, wer von uns den Ball am höchsten werfen kann? Fragte Miffy und warf den Ball hoch in die Luft. Dann war Melanie dran. Und sie warf den Ball noch höher. Und auch Aggie warf den Ball. Aber nicht ganz so hoch. Da kam Poppy Pig vorbei. Hallo, ihr drei, sagte sie. Ich kann sehr gut werfen. Darf ich es mal versuchen? Bitte, sagten die Mädchen. Aber ich glaube nicht, dass du den Ball höher werfen kannst als wir, sagte Aggie. Poppy warf den Ball. Er flog hoch. Aber er kam nicht wieder herunter. Das verstehe ich nicht, sagte Poppy. Habt ihr gesehen, wie hoch ich den Ball geworfen habe? Aber wo ist er? Die Mädchen lachten. Da oben im Baum, sagte Melanie. Du hast den Ball so hoch geworfen, dass er ganz oben im Baum stecken geblieben ist. Aber sie hatten Glück. Der Wind pustete den Ball wieder aus dem Baum. Gut, sagte Poppy. Mal sehen, wie weit ich den Ball werfen kann. Der Ball flog durch die Luft und fiel in einen Teich. Oh nein, sagte Poppy. Jetzt liegt euer Ball im Wasser und ich kann nicht schwimmen. Da sahen sie Miffys Vater kommen. Ich helfe euch, sagte er. Ich hole den Ball aus dem Teich und dann können wir ein Spiel machen und sehen, wer den Ball mit dem Fuß am weitesten wegschießen kann. Miffys Vater stieg in ein Boot, ruderte zur Mitte des Teiches und holte den Ball aus dem Wasser. Aggie
Zeig mal, wie weit du den Ball schießen kannst, sagte der Vater. Dann versuchte es Melanie. Sieh mal an, sagte Miffis Vater. Das war schon sehr gut. Und jetzt ist Miffi dran. Gut, Kinder, sagte der Vater. Jetzt zeige ich euch, wie man den Ball richtig schießt. Poppy Pig war froh, dass sie nicht mitmachen musste, aber sie guckte Miffis Vater genau zu, um zu sehen, wie man es richtig macht. Der Ball flog im hohen Bogen davon, genau auf Miffis Haus zu. Das Essen ist fertig, rief Miffis Mutter. Aggie, Melanie, Poppy und Miffi erschreckten sich furchtbar. Es tat Miffis Vater sehr leid, was er da getan hatte. Und er dachte, die Mutter sei bestimmt sehr böse auf ihn. Aber Miffis Mutter lachte und sagte, wenigstens der Ball ist pünktlich zum Essen gekommen. Jetzt möchte ich gerne sehen, wer von euch als Erster am Tisch ist. Es war ein schöner Tag. Die Sonne schien, die Vögel sangen und überall blühten bunte Blumen. Miffi dachte, das wird ein besonders schöner Tag. Mutter, sagte sie, es ist so schön heute. Darf ich Poppy Pig besuchen? Ja, Miffi, aber es ist ein weiter Weg und dein Roller ist kaputt. Du musst zu Fuß gehen. Es war wirklich ein weiter Weg und Miffi war froh, als sie endlich bei Poppy ankam. Sie wusste, dass Poppy immer ein paar leckere Kekse im Haus hatte. Als sie an die Tür klopfte, konnte sie die Kekse fast schon schmecken. Aber es machte niemand auf. Da sah sie, dass an der Tür ein Zettel hing. Auf dem Zettel stand: Ich besuche meine Cousine und komme nächste Woche zurück. Na gut, dachte Miffi. Aber was könnte ich an so einem schönen Tag noch tun? Sie ging den weiten Weg wieder nach Hause. Ich werde Melanie anrufen, dachte sie. Sie ging zum Telefon und wählte Melanies Nummer. Melanies Mutter meldete sich. Kann Melanie mit mir draußen spielen? Fragte Miffi. Oh, es tut mir so leid, Miffi, sagte Melanies Mutter. Melanie liegt im Bett. Sie hat eine Erkältung und kann leider heute nicht mit dir draußen spielen. Ich weiß, dachte Miffi. Ich hole meinen Ball und dann spiele ich mit Schnuffi. Sie ging zu ihrem Schrank und holte ihren großen, bunten Ball. Schnuffi findet es toll, hinter dem Ball herzurennen, dachte sie. Sie lief so schnell sie konnte, um Schnuffi abzuholen. Sie freute sich darauf, mit dem kleinen Hund zu spielen. Aber als sie dort ankam, sah sie, dass Schnuffi tief und fest schlief, neben ihrem leeren Futternapf. Schnuffi machte ein Mittagsschläfchen. Miffi ließ ihren Ball auf und ab springen. Auf und ab. Aber Schnuffi öffnete nur ein Auge und das auch nur ein kleines bisschen. Dann schlief sie einfach weiter. Die arme Miffi hatte immer noch niemanden, mit dem sie an diesem schönen Tag spielen konnte. Sie ging wieder nach Hause. Dann muss ich eben alleine spielen, dachte sie. Das kann auch Spaß machen. Ich lasse meinen Drachen steigen. Miffi holte ihren Drachen mit den hübschen Schleifen am Schwanz. Sie hielt die Schnur ganz fest und lief über die Wiese. Sie lief immer schneller, aber der Drachen hüpfte nur über den Boden.
Es wehte kein Wind. Und ohne Wind kann kein Drachen in die Luft steigen. Miffy hörte auf zu laufen. Das sollte so ein schöner Tag werden, dachte sie. Aber alles geht schief. Ich werde einfach wieder nach Hause gehen. Zu Hause nahm sie ihr Lieblingsbuch aus dem Regal. Das ist etwas, worüber man sich immer freuen kann. Ein schönes Buch. Miffy lächelte, als sie die lustige Geschichte las. Das macht auch alleine Spaß, dachte sie. Jetzt ist es doch noch ein schöner Tag geworden. Miffy, 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 komm! Deine Freunde warten schon. Knuffy, Grunty, Boris Bär, Papi,